Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal bei einem neuen Projekt, sage ich es jetzt mal. Ihr seht schon hier in den Default-Texturen. Ich habe hier nur den Screen, vielleicht erkennt ihr schon etwas, aber ich will euch nicht spoilern. Ich habe mir nämlich ausgedacht, dass ich das Skyblock jetzt abbreche, denn ich habe irgendwie keine Lust mehr drauf. Es ist schon ein bisschen ausgelutscht. Das war zu dritt lustiger. Ich habe es mir anders vorgestellt. Es war nicht so das und ich habe auch wenig Aufrufe darauf bekommen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache ein neues Projekt. Ich habe lange gegrübelt und bin auf die Idee gekommen, weil ihr dauernd wollt, dass ich Mod-Reviews mache, mache ich jetzt eine Art neue Kategorie und die habe ich, glaube ich, selbst erfunden. Ich weiß nicht, ob das jemand schon macht. Die heißt Modplay. Und zwar werde ich hier Mods spielen, in einem Survival-Let's Play praktisch. Also könnt ihr euch nicht beschweren, dass ich cheate oder irgendetwas in der Art. Ich mache keinen Cheaten so direkt mit Too Many Items oder Zombie, aber beispielsweise der Timber-Mod ist da jetzt so eine Sache. Wo sich manche immer beschweren, wenn man den in Let's Play benutzt. Das hier ist ein Modplay, da werde ich den auf jeden Fall benutzen, weil es schneller geht zum Abbauen und weil ich dadurch schneller vorankomme. Vielleicht später nicht mehr, aber jetzt auf jeden Fall. Gerade bei dem anderen Mod, der drauf ist. Wenn ihr ihn kennt, dann wusstet ihr ja bereits, was es ist. Wer nicht, zieht da hinten den Gletscher. Es handelt sich um einen extra Biomes-Mod. Ihr könnt bei About Minecraft vorbeigucken. Der hat dazu ein Video gemacht. Der hat den reviewed. Und jo, ich würde sagen. Bevor wir da jetzt weiterreden, ich erkläre den Mod ganz kurz. Der Mod addet 20 neue Biome, ist es, glaube ich, worunter eben der Gletscher ist. Und ich glaube, zu dem werden wir dann auch gleich raufgehen, wenn wir erstmal hier beginnen. Dann haben wir noch ein paar andere nette Biome. Und der dritte Mod, den ich momentan jetzt installiert habe, ist Mo Creatures. Der Sinn vom Modplay ist, dass ich nur Mods benutze, die ich selbst noch nie benutzt habe. Und von den dreien habe ich keinen einzigen bis jetzt benutzt. Ich habe den Timber-Mod schon gesehen, habe Reviews von dem Extra-Biomes gesehen. Aber mit dem Mo Creatures Mod, den habe ich nur irgendwann mal bei Gronkh gesehen. Und das ist schon ein Jahr her. Also, ich kenne mich mit den Mods hier wenig aus. Ich weiß nur, mit dem Timber Mod kann ich die Bäume eben gut abfällen und dann die 20 Biome. Ich weiß aber nicht alle auswendig. Ich weiß nur, dass das da oben ein Gletscher sein dürfte. Und da gehen wir dann jetzt auch gleich hin. So, dann starten wir. Gut, nehmen wir gleich einen Baum mit am besten. Den können wir am besten. Den können wir dann gebrauchen. Den können wir dann am besten gebrauchen. So. Gut, den nehmen wir gleich ganz mit. Hier haben wir normales Holz. Ihr könnt den Seed hier gerne haben. Ich drücke hier eben F3, dann könnt ihr den angucken. Und ich bin hier in Woodlands. So, reicht jetzt aber auch schon wieder. Aber ich sag's euch gleich, die Mod-Kombination. Ich weiß nicht, ob es beim Mod jetzt bei mir liegt, also an welchem Mod das von denen liegt. Aber ich habe bei der Aufnahme 30 FPS. Beim Showplay beispielsweise habe ich 120. Also einer von denen, beziehungsweise in Kombination vielleicht, fressen die ordentlich Leistung. Und hier ist es. Oh. Sehr interessant. Okay, nett. So. Machen wir hier alles weg. Haben mich die. Ja, ich spiele auf normal übrigens. Und ich habe alle Mo Creatures Kreaturen an. Also auf Default habe ich es gestellt. Oh, was haben wir da hinten? Das sieht aus wie Ödland oder irgend sowas. Ich schnapp mir am besten den Ball ein bisschen was zu futtern. Komm her, Schwein. Du entkommst nicht. Na komm. So blöd, dass die weglaufen. So, jetzt aber. Das arme irgendwas Gras. So, die Kuh ist zu dumm zum Weglaufen. Passt. So, schnappen wir uns noch eine. Okay, hier kann sie weglaufen. Hier aber nicht mehr. Hey, das ist eine coole Idee. So kann man das eigentlich machen, wenn man die Viecher hier so gegen die Wände drängt, dass die dann nicht mehr weglaufen können. Gefällt. So, machen wir die noch platt, ne? Na komm. Und tschüss. So. Dann bauen wir uns am besten gleich mal ein Cappy. Ach, brauche ich eine Workbench? Ich bin auch so dumm. So. Cappy wird alles gut. Ah, Moment, Schuhe meine ich. Schuhe, nicht Cappy. Ja, da guckst du, Kuh, was? Das sind deine Brüder und Schwestern, die ich hier verarbeiten werde gleich. So, fangen wir mal mit einer Holzspitzhacke an. Legen wir uns gleich darunter und dann machen wir. Jetzt mache ich doch eine Kabine. Ich bin auch so unnötig. So, machen wir den hier rein und bauen erstmal die Workbench ab. Oh, der Gletscher sieht voll cool aus. Und da hinten sehe ich schon Riesenbäume. Oh, was haben wir hier? Oh, Delfine. Was ist das? Das sind so kleine Fische einfach nur. Kann ich die schlagen? Oder was bringen die? Oh, die kann ich hier tatsächlich schlagen. Und was machen die? Jetzt habe ich den an Land geprügelt. Die geben nur EP. Ich weiß, glaube ich, auf den Delfinen kann man reiten. Soweit habe ich das mitbekommen hier bei dem Mod.
dass man auf den Dingern reiten kann. Mehr weiß ich so direkt eigentlich nicht, muss ich zugeben. So. Oh, wieso liegt hier das ganze Zeug? Ah, wahrscheinlich wegen dem Sand. Das wurde da hinein regeneriert. Regeneriert vor allem. Keine Mobs. Oh, da hinten sehe ich schon Kohle. Das ist natürlich ideal. Ah, das sieht man sonst gar nicht gefunden. Interessant. So. Wunderbar. Ich werde in der Folge bei Modplay mache ich jetzt eine Aufnahmesession und nicht so teilweise wie in Skyblock, denn ich würde das gerne. Genau, das ist ein Gesprächsthema, was mir sehr gut einfällt gerade eigentlich. Nämlich habe ich einen Weg gefunden, die Videos hochzuladen. Und zwar mache ich das jetzt über die Schule. Deswegen nicht wundern, wieso jetzt 1080p kommen, denn die Schule hat so ein krankes Internet. Ich weiß nicht, wofür die so eine Leitung brauchen, aber die haben, wenn das niemand benutzt, beziehungsweise wenn es nur wenige Leute benutzen, das ist für 1000 Leute gedacht, das Internet, hat das Teil immer noch 30 oder 40 MB Download und ich glaube 15 MB Upload. Also da lade ich so ein 1080p Video in 3-4 Minuten hoch. Das ist echt übel. Finde ich voll cool. Och. Na komm, machen wir den hier weg. Gut, hier ist nichts mehr. Dann nehmen wir noch ein paar Steine mit. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu lange brauchen. Es wird ja auch bald Nacht, denke ich mal. So. Bauen wir lieber die hier unten ab. So. Ich würde sagen, solange bis die Steinspitzhacke weg, bis die Holzspitzhacke weg ist, bauen wir hier erstmal ein paar Steine ab. Denn mit der kann man sowieso nichts anfangen. Na toll. So, zack. Auftauchen. So. Nein. Ich hasse Strömungen. So. 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 Halb kaputt ist er schon. Geht aber noch ein bisschen. Ich denke, das reicht für Steine erstmal. Ich weiß, ich habe gesagt, wir machen sie kaputt, aber es reicht erstmal. Und ich kann es mir hier leisten. Nein, ich habe meine Spitzhacke nicht fallen lassen. Wie kommst du auf die Idee? Das war eine Illusion. So. Machen wir erstmal ein ganzes Set von Tools, würde ich vorschlagen. So, dann die Spitzhacke. Und ein Schwert, ja. Das war es eigentlich schon mit den Tools. Dann, was können wir noch machen? Einen Ofen auf jeden Fall, damit wir den später nicht craften müssen vielleicht. Und den Rest machen wir mal Fackeln hier. 20, das dürfte reichen. Gut, dann nehmen wir das noch mit. Und jetzt, siehe da, der Timbermod. Wer ihn noch nicht kannte, der baut halt den ganzen Baum ab. Ist etwas realistischer und geht auch schneller. So, ich nehme jetzt hier noch den großen mit und dann gucke ich mal auf den Gletscher hoch, was wir dahinter so finden. Wunderbar. So, komm runter. Na, leider baut er keine Blätter ab. Das ist halt das Blöde dran. So, komm her. Oben ist noch was. Aber Dschungelbäume kann man damit super fällen. Das weiß ich. Das geht übel. Gut. So. Nein. Okay, noch eins höher. Noch eins höher. So, jetzt aber. Baut sich jetzt eigentlich. Nein, da baut sich nicht alles ab, wenn ich nach unten baue. Also, es geht nur, wenn ich von unten nach oben abbaue. Nur damit ihr schon mal wisst. So, mehr ist da nicht mehr. Gut, dann da oben habe ich noch Kohle. Aber erstmal muss ich schauen, dass ich hier irgendwo für die Nacht unterkomme. Bald ist es ja soweit. Oh, da ist ein Apfel. Den will ich irgendwie haben. Hopp, hopp. Boah, das war knapp. Hopp, hopp, hopp. Und eingesammelt. Gut, dann gehen wir jetzt mal da hoch und bauen uns hier in den Berg irgendwo rein, würde ich sagen. Das ist immer das Beste, wenn man sich in den Berg reinbaut. So. Oh, jetzt habe ich wieder 60 FPS. Also schwankt so ein bisschen.
In den Woodlands. Ach, ich denke mir schon wieso. Ich glaube, ich weiß schon wieso. Wir nehmen jetzt 10 Minuten auf, in etwa. Das bedeutet, dass die Sachen, die da unten rumliegen, despawned sind. Dieses ganze Zeug. Ach du Scheiße. Ja, das sind diese Riesenbäume. Ich würde sagen, wir bauen uns hier gleich rein. Das kommt mir da am sichersten vor. Da haben wir nämlich schon ein Fenster. Da sehen wir alles in der Nacht. Das ist praktisch. Also Eisfenster, so gesagt. Wie weit geht's denn hier? Oh, da ist Ende. Machen wir mal da weiter. So, machen wir noch zwei. Gut, jetzt aber. Ich weiß, ich kann das hier noch weiter ausbauen. Werde ich auch gleich machen. Ich baue mir nur vorhin noch eine Tür und mache da draußen zu, damit ich erstmal gesichert bin. Obwohl es eigentlich schöner wäre, wenn man hier mit Schnee zumacht. Ah, ich kann mir ja Schnee abbauen hier. Nehmen wir gleich die ganzen Blöcke. Ups, den wollte ich eigentlich nicht machen. Egal, das passt schon. So. Ich denke, jetzt haben wir erstmal genug Schnee. Dann machen wir noch ein bisschen, sodass wir 216 haben. So, dass wir 2x16 haben. Oh, da unten schwimmen sie. Wunderbar. So, jetzt haben wir 16 Schneeblöcke. Und es wird gerade, nein, noch nicht Nacht, aber es wird dunkler. Huch, jetzt bin ich hier wieder irgendwo hingefallen. Machen wir hier mal zu. Jo, das ist ja schon mal ganz akzeptabel. So, dann würde ich noch hier gerne die Kohle nehmen. Und wir erstmal genug für die Nacht haben. Danach bauen wir dann das Haus aus, würde ich erstmal sagen. Beziehungsweise wir können uns auch nach unten graben, in eine Mine oder sowas. So, jetzt dämmert's. So, dann machen wir hier wieder zu, damit das auch wieder halbwegs in Ordnung aussieht. Passt. Haben wir noch einen Schneeblock über? Keine Ahnung, was wir mit dem machen, aber erstmal hier den hier. Was machen wir mit dem? Kann man da jetzt hin? Tatsache, dann kann man hier nochmal perfekt gucken. Und da sieht man die Fische noch viel besser. Mach hier mal eine Fackel hin. So, warten Sie mal. Passt die Brightness? Ja, gut, dann seht ihr auch was. Dann passt das ja. Gut. Passt ja die Brightness? Passt das ja. Ja, ein bisschen wiederholen tue ich mich hier gerade aus Versehen. Jo. Was gibt's noch so Neues? Ach ja, genau. Das Showplay. Ich habe ja gesagt, ich weiß nicht, wer einen Livestream gesehen hat von mir. Ich habe die Wälder schon ja gezeigt, aber die ist noch im Creative Mode, weil ich da noch ein bisschen was umstellen müsste. Ich bin jetzt fast fertig. Also ich bin schon wieder im Survival. Ich baue jetzt hier noch selbst eigenständig ein bisschen rum, damit ich euch da auch wirklich präsentieren kann. Und dann zeige ich die euch, ne? So. Das kann eigentlich nicht mehr lange dauern. Ich nehme die Session auf. Gerade ist Mittwoch und wir dürften immer noch in der ersten Folge sein. Ja, ich mache 15 Minuten Folgen. Dann könnte es eigentlich ja ganz gut hinkommen. Ja, wir sind noch in der ersten Folge, ziemlich am Ende aber jetzt. Dann kann ich ja das eigentlich gleich sagen. Ich nehme jetzt hier am Mittwoch auf. Dann passt das hier auch noch dazu, nicht, dass ich das irgendwie später hochlade. Und vom Modplay wird jeden Tag eine Folge kommen. Oh, jetzt habe ich die Fackel weggemacht. Aber es sieht schon echt geil aus mit dem Eis hier, ne? Muss man schon zugeben. So, dann bauen wir hier alles ab. So. Passt. Das Eis schmilzt ja, wenn ich Fackeln in der Nähe hinstelle. Das will ich natürlich verhindern. Das heißt, die müssen möglichst weit wegkommen. Hier würde ich gerne noch weiter bauen. Da kann ich mir dann ein Bett hinstellen. Uno Bettos. So. Nein. Mach mal eben eine neue. Aber erstmal eine Fackel wieder aufstellen. Ofen habe ich auch noch da. Sind da draußen schon Monster? Schnee. Ich sehe so direkt nichts. Ich hätte mir vielleicht Optifine installieren sollen. Aber ich weiß nicht. Nee, ich habe das erstmal draußen gelassen. Was sehen wir hier denn? Also, das sind diese riesen Bäume. Da unten ist Kohle. Da. Müssen wir gucken, was wir am nächsten Morgen so alles machen. Und ja, genau, den Ofen wollte ich erstellen. So. Und. So. Dann. Als nächstes machen wir wieder eine neue Spitzhacke. Passt. Dann bauen wir hier gleich weiter. So, hier kann man dann so ein Bett hinmachen. Das passt ja eigentlich. Oh, da ist ein Zombie.
Legen wir uns mit ihm an. Er scheint alleine zu sein.